13. Also da würde ich sagen, ja, das ist hier natürlich eine Konstellation, weil du sagst Risiko. Was haben die Jungs für ein Risiko? Die zwei Wilson, Kipsanger und Bekele haben die Rio verpasst. Mutai war auch nicht in Rio. Die haben eine Rechnung auf. Ich würde sagen, die laufen hier ihr Rennen, versuchen sich auch zu platzieren, versuchen auch der Welt zu zeigen und ihren Kollegen zu zeigen und den Organisationen zu zeigen, hey, uns gibt es und wir sind absolut top. Die Gruppe ist kleiner geworden. Wir sind jetzt noch bei insgesamt 7 Leuten, die diesem Tempo, das Geoffrey Rono da vorne weiter bestimmt folgen wollen und können. Ja, vielleicht eine kleine Einordnung von Geoffrey Rono. Keine großen Erfolge. Im vergangenen Jahr hat er diese Bestzeit, die er aufgestellt hat, in Spanien, in Valencia bei einem Marathon erzielt, aber nicht in der Top-Position, sondern als Achter beim Valencia-Marathon. Das sind keine Leistungen, die herausstechen aus diesem unglaublich großen Reservoir an Top-Läufern in Kenia. Aber irgendwas scheint ihn zu beflügeln, dass er hier die Meute über die Halbmarathon-Marke als erster drüber jagt. In 61:11 geplant war 61:30. Diskutiert noch, ob es 61:45 sein soll. Mutai hier muss jetzt auch abhängen lassen. Aber ein Satz vielleicht noch zu Rono. Ich kann mir das gar nicht anders erklären. Er ist Tempomacher. Er wurde hier engagiert. Er wird die Gruppe hier in Richtung 30 führen. Und es macht ja auch Sinn als 2:10 Marathonmann. Der kann jetzt nicht 8 Minuten schneller laufen. Das ist unmöglich. Noch einmal, er stammt aus der Gruppe um Wilson Kipsang, den Mann, den wir rechts im roten Trikot sehen. Das kann schon auch noch eine Rolle spielen. Klar, auch diese Konstellationen haben wir ja schon gehabt, dass zwei Kenianer mit dem gleichen Management, dem gleichen Trainer dann auch auf die Zielgerade gekommen sind und wir ein leicht ungutes Gefühl hatten, ob es da nicht vorher schon eine Absprache gab, wer jetzt hier gewinnen durfte und wer nicht. Also bleibt das auch noch eine wirklich spannende Frage abzuwarten, wie lange geht der Rono da dieses enorme Tempo vorne mit. Blick auf Katharina Heinig. Und wenn uns der Eindruck nicht trügt, ist das immer noch eine sehr, sehr schöne Fahrt, die Katharina hier drauf hat. Durchgang bei Kilometer 15, 53,01. Unten die auf Rot unterlegten Zahlen sind der Rückstand auf die Führende, auf die Äthiopierin Kebede. Aber das ist nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist, Dieter, der Blick auf die Hochrechnung, die sich aus diesem ersten Wert bei 15 Kilometer ergibt. Und die besteht immer noch bei einer Zeit unter 2:30. Ja, 2:29 und das ist top. Ja, und wir haben ja gesagt, das Ganze ist für Sie auch ein Familienunternehmen. Mama ist Ihre Trainerin, aber auch die Bundestrainerin und auch Wolfgang Heinig, der Teamleiter Langstrecke in Deutschland ist, steht jetzt bei Jesse Wellmer. Und so nervös wie heute Morgen haben wir ihn schon lange nicht mehr gesehen, Jesse. Ja, Wolfgang Heinig, leitender Bundestrainer, auch für die Marathonläuferinnen, Läufer, wie nervös sind Sie jetzt? Ralf Scholz hat gerade gesagt, so nervös wie heute Morgen. Die Familie Heinig. Ja, als Bundestrainer heute nicht ganz so schlimm, mehr als Vater, wenn die Tochter läuft. Und dann haben wir ja noch einen Athleten, Steffen Unitzka, der hier eine Leistung zeigen will. Also heute ist mehr Konzentration, der Vater kommt mehr durch natürlich und das ist emotional natürlich sehr, 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 sehr aufregend. Ja, da merken wir schon, Sie lenken so ein bisschen ab, kommen mehr auf den Steffen, wollen weniger über die Katharina sprechen. Was haben Sie beobachtet bis jetzt? Wir haben gerade gehört, top, auch jetzt nochmal die Zeit. Ja, also sie läuft alles im grünen Bereich, sie hat vernünftig angefangen, nicht überpaced. Die Flaschenübergabe hat auch gut geklappt und im Augenblick die Bilder, die ich jetzt gesehen habe, nach 70 Minuten macht sie eigentlich optisch einen sehr guten Eindruck. Das Mädchen ist ja geschlagen, ne? Mit zwei Eltern, beide Bundestrainer. Wie schwer fällt es Ihnen, sich dann nicht allzu sehr einzumischen?
Ja, Katharina lebt in Frankfurt mit ihrem Freund. Wir leben im Odenwald. Sind Sie schon mal ganz raus, ne? Aus der Nummer sind wir raus. Also das heißt also, wir haben auch andere Themen außer Sport. Was wäre okay, was wäre eine Enttäuschung, was wäre ein großer Erfolg für Katharina heute? Welche Zeit? Also großer Erfolg wäre unter 2:30. Das ist ja das Ziel. Gut wäre Bestleistung, enttäuschend wäre natürlich ein Ergebnis, was jenseits von 32 ist. Dann beobachten wir das und Sie nehmen sie in die Arme, wenn sie kommt. Egal, wie es gelaufen ist. Ne? Vielen Dank. Das mache ich auf jeden Fall. Dankeschön. Ja, das ist schon spannend zu beobachten, wie Wolfgang Heinig, der sonst ein sehr cooler, abgeklärter, ist auch schon knapp 40 Jahre in dem Geschäft dabei, Trainer ist, heute Morgen doch ganz anders war und in den letzten Tagen, weil klar, die Anspannung, wenn die Tochter läuft, ist einfach eine ganz andere. Wer wüsste das besser als Dieter Baumann, dessen Tochter Jackie in diesem Jahr Deutschland bei den Olympischen Spielen über 400 Meter Hürden vertreten hat? Ja, das ist natürlich eine Rolle. Ich möchte nicht in seiner Rolle stecken. Er ist ja auch noch Bundestrainer, verantwortlich für den Bereich. Seine Frau coacht die Tochter, also die Konstellation haben wir nicht. Ich habe eigentlich sportlich gar nichts zu tun mit meiner Tochter, mit der Jackie. Ich sage immer salopp, ich bin Fahrer und Koch. Eine schöne Rolle. Klassischen Vateraufgaben. Und ist auch schön so. Ich fühle mich da sehr wohl. Ich glaube, meine Tochter genießt es auch, dass ich wenig sage. Und ich möchte nicht in der Konstellation stecken. Das allein kann ich mir jetzt wieder nicht vorstellen, dass du wenig sagst, aber das ist ein anderes Thema. Das verstehe ich jetzt nicht. Der Einfluss der Väter auf die sporttreibenden Töchter, sicher auch kein einfaches Thema. Aber Familie Heinig kommt damit gut klar. Katharina vertraut ihren Eltern 100%, was das angeht. Und mit diesem Vertrauen geht sie hier ins Rennen. Das ist auch gut so. Blick auf Steffen Uliczka. Auch der ist auf dem Weg zur Halbmarathon-Marke. Also die erste große Orientierung, wichtige Orientierung für Steffen. Auch hier immer noch diese Kleingruppe, die einen harmonischen Eindruck macht. Ja, und hier einen kleinen Hinweis zur Zeit, wie ist er denn unterwegs? Mein Computer sagt mir 2:12:40, 2:12:45 für der Steffen. Als Hochrechnung für die Marathonzeit. Als Hochrechnung. Ja. Man kann das ja gar nicht sehen, wie schnell ist jemand. Wir sehen das auch nicht hier nur. Wir haben auch nur Bildschirm, auch nur Kamera. Aber für den Steffen ist es natürlich ganz, ganz exzellent, wenn er denn diese Pace tatsächlich durchhält. Und beim Halbmarathon sage ich schon, da muss er sich schon wohlfühlen, wenn er in den Bereich 2:12:30 anläuft. Ja, und für die Statistik nochmal, die Halbmarathon-Marke von Steffen war genau 1:06:20 oder wie ihr Läufer sagt, 66:20. So, der Vergleich war links die führende Kebede. Wir haben es eben kurz eingeblendet gehabt. Etwa 3 Minuten 20 Sekunden dahinter. Katharina Heinig als beste Deutsche hält sich exzellent. Kebede, eine absolute Weltklasse-Läuferin im Top-Top-Bereich. Auch die sortiert hier ein bisschen ihre Gruppe. Und sie ist unterwegs auf deutlich unter 2:20, nämlich 2:18:58. Also auch hier erleben wir im Frauenbereich eine absolute Weltklasse-Zeit. Ja, auch das ist natürlich eine exorbitant schnelle Zeit, die Kebede hier anstrebt. Auch sie orientiert sich da an ihrer eigenen Uhr. Wir haben sie heute Morgen kurz an uns vorbei tänzeln sehen beim Einlaufen im Tiergarten. Völlig unscheinbar. Hat man überhaupt nicht den Eindruck, dass da jetzt so eine Weltklasse-Läuferin mit so einem Vorhaben hier eine absolute Topzeit zu erreichen an einem vorbei
läuft. Ich darf dann auch noch viele Zuschauer sehen, jetzt dieses Fernsehbild, und diese Menschen wirken ja sehr groß, und ich erlebe das immer mit dem, wenn mich Menschen live dann sehen, sagen, was, sie sind so klein. Und ich bin aber noch groß im Gegensatz zu diesen Läufern aus Afrika. Kibebe ist ja ganz kleine, zierliche Person, ich glaube 1,60 groß, wiegt vielleicht ja, 45 Kilo oder so. Also, und die Läufer sind ja auch nicht viel größer. Ne? Bekele ist ja auch 1,65 vielleicht, wiegt unter 60 Kilo. Die Läufer grundsätzlich sind kleine Menschen, zierliche Menschen. Im Fernsehen sehen sie so groß aus. Aber unscheinbar, ja, aber sie haben schon sehr, sehr viel Kraft, sehr viel Ausdauer. Und Hut ab vor den normalen, in Anführungszeichen und Ausführungszeichen, Läufern, die hier dieses Tempo mittoben. Ja, wir haben es gesagt, es ist Tempo klar unter 2 Stunden 20. Diese Freizeitläufer, sage ich immer, und es ist auch so, trainieren so viel wie ein Fußballprofi in der zweiten und dritten Liga. Was die Laufleistung angeht. Ja. Was die Trainingseinheiten angeht, Ralf. Nicht die Laufleistung. Ja, hier sehen wir noch vielleicht die anderen Läufer mal vorstellen. Lema ist mit dabei. Er hat eine Bestzeit von 2 Stunden 5 Minuten 16. Lager hat eine Bestzeit von 2 Stunden 6 Minuten. Und man fragt sich natürlich schon, was machen die in dieser Gruppe? Und hier sieht man dann natürlich, was du vorhin, Ralf, gesagt hast. Wenn man hier mitgeht, dann läuft man alles oder nichts. Und wenn man die Spur nicht mehr halten kann, für den Mutai wird es ganz, ganz schwer. Blick zurück auf die Gruppe um Katharina, auch etwas luftiger geworden um sie herum. Die beiden Tempomacher vorne, haben wir gesagt, Königs und Jano. Und dann kein dickeres Polster mehr von weiteren Läufern, sondern ist jetzt Katharina schon da. Das ist ja die Kunst. Das wird sie jetzt auch fortsetzen. Absolut. Wir werden in 5 Kilometern bei Kilometer 25, sie ist jetzt kurz vor Halbmarathon, auf diese Zwischenzeit warte ich hier auch am Computer. Aber wir werden es erleben, dass nachher natürlich nur noch die zwei Tempomacher übrig bleiben mit der Katharina, noch der Hermann mit dabei und die Freizeitläufer, auch die kämpfen jetzt, es kommt jetzt alles ab Halbmarathon, kann man Kilometer für Kilometer erleben, dass eben die Leute nicht mehr mithalten. Ja, und die eigene Flasche, wie orientiere ich die eigentlich? Ganz einfach, ich mache ein Deutschlandfähnchen dran. Da sind sehr, sehr bunte Eigenkreationen auf den Tischen der Eigenverpflegung. Und dann ein paar Schlucke rein und der Rest über den Körper zur Kühlung. Es ist immer noch extrem angenehm von den Temperaturen her. Im Laufe des Tages soll es warm werden. Das ist dann eher das Thema für den großen Teil der Masse, die im Bereich dann von 12, 13, 14, 15 Uhr hier in Richtung Ziel kommen. Dann wird es schon sehr warm, aber es ist eigentlich ja wirklich ein Traumwetter, das der Berlin-Marathon hier wieder abbekommen hat. Dieter, habe ich schon gesagt, dass die Fähnchen hier bei uns angefangen haben zu flattern und dass es einen Hauch von Wind gibt aus Ost-Südost. Ja, ich habe eigentlich auf den Hinweis des Windes schon von dir gewartet. Das kenne ich ja von dir. Du orientierst dich gerne an Blättern, an Fähnchen. Also ich schaue jetzt auch raus und sehe wenig. Ja, ich würde aber sagen, idealste Laufbedingungen. Ralf. Der Wind kann hier nur für die absolute Topleistung nachher noch eine kleine Rolle spielen, denn die letzten 5, 6, 7, 8 Kilometer gehen geradeaus in Richtung Osten. Teilweise auch große, breite Straßen, wenn ich an Kudamm denke oder die Bereiche durch den Potsdamer Platz. Da spielt dann Wind auch einfach eine Rolle in diesem absoluten Ausnahmebereich. Und das kann Einfluss auf die Leistung der Topgruppe haben. Es war ja gestern interessant.
Marc Milde, der Organisator von Berlin, es war eine ganz große Sorge von ihm und auch berechtigt, woher kommt denn der Wind? Weil eben wegen der ganz langen Gerade ganz zum Schluss, wenn man schon müde ist und wenn man dann Gegenwind hat, das ist natürlich schlecht. Und der Wind kommt dann tatsächlich aus Südost, glaube ich, oder? Ja. Ja. Also sie haben nachher Gegenwind. Ich hoffe mal, er nimmt nicht zu. Also insofern war dein Blick auf die Fähnchen schon korrekt, Ralf. Danke. Dafür nicht. Ja, schön in der Verdichtung unserer langen Kameraoptik hier das Umfeld von Katharina Heinig. Aber wenn wir auch auf sie einen Blick werfen, kurz mal ganz, ganz leicht den Unterarm eingesetzt, um sich wieder ein bisschen Raum zu verschaffen. Es macht immer noch den Eindruck, wie es da auch sein muss. Es rollt in einer guten Geschwindigkeit vor sich hin. Manche fragen sich vielleicht, wo ist jetzt die Mona Stockhecke abgeblieben? Die ist. Ist noch drin, habe ich eben noch gesehen. An der Seite lief sie noch in diesem Bereich. Also weiter gelaufen, als sie eigentlich wollte. Müsste da kurz vor Katharina sein. Sie wollte einen kleinen Schlussspurt, kurz bevor sie aussteigt, einlegen. So, die Hochrechnung für Katharina bleibt in dem Bereich, den wir schon skizziert haben, etwa in Richtung 2,29. Und da springt die Mutter mal kurz aus dem Auto bei Christian Dexner. Da wollen wir auch direkt zu Christian rübergeben. Ausgestiegen sind, sie sind Nerven völlig runter. Was für einen Eindruck haben Sie von Ihrer Tochter auf den ersten 21 Kilometer? Also bis jetzt läuft alles nach Zeitplan, das kann einen schon beruhigen, aber jedes Mal, wenn falscher Atemzug kommt, da schockt einen das Herz. Also man ist schon unheimlich nervös noch, aber bis jetzt mit einer 74,5 bei Halbmarathon liegt sie voll in der Zeit, aber der Marathon beginnt ja erst. Beobachten Sie das denn eher aus der Rolle als Trainerin oder aus der Rolle als Mutter? Ich glaube, das kann man nicht trennen. Sicherlich vom Laufstil her als Trainerin, aber sonst... Die Nervosität, das ist natürlich vollkommen dann die Mutter, ja. Sie läuft ja in so einer Gruppe, die sich da gebildet hat mit ein paar Männern, die auch nicht die Pacemaker unbedingt sind. Ist das hilfreich oder stört das möglicherweise auch ein bisschen den Rhythmus, haben wir eben spekuliert. Wie ist da Ihre Einschätzung? Das muss ich selber dann einschätzen. Ich bin immer der Meinung, umso mehr, umso schöner, wenn eine große Gruppe ist. Natürlich sollte es nicht so sein, dass die Männer ihr dann vor den Füßen rumlaufen, aber das ist bisher noch nicht der Fall, aber da muss ich sich dann selber wehren. Also dafür ist sie ja ein eigenständiger Läufer. Vielen Dank und gute Weiterfahrt. Dankeschön. Ja, das ist doch wunderbar, diese Emotionalität der Familie, Mutti im Auto, der Vater hier im Ziel, der sich das Ganze dann hier bei uns im Fernsehbild anschaut, weil er sagt, da kann ich eine Menge mehr sehen, als wenn ich von Punkt zu Punkt marschiere vom Rennen, das die Tochter Katharina hier auf die Straßen Berlins zaubert. Ja, und es ist hier ja wirklich zu wünschen. Wir haben es gesagt, für alle, die ein bisschen später dazugekommen ist, unruhige letzte 1,5 Jahre, dann mit einer ordentlichen Form in das Rennen in Zürich gegangen, der Versuch dort, die Olympianorm abzuleisten, ganz schwierige Wettervoraussetzungen mit Hagel, mit Regen, mit niedrigen Temperaturen. Da sind praktisch alle Topläufer ausgestiegen. Unterkühlung bei Katharina Heinig, damit war der Traum von Olympia vorbei. Bei der Europameisterschaft, dem Halbmarathon, mit einer Lebensmittelvergiftung weit unter ihren Möglichkeiten. Da hat die ganze Familie heulend, Mutter, Vater, Tochter, im Ziel umeinander gestanden. Also so nimmt die das halt auch mit. Vielleicht auch zur Einsortierung, wenn wir schon jetzt die Spitze sehen, wo wir ja immer sagen, für einen... Lema ist es zu schnell, 3 Minuten schneller wie seine Bestzeit. Die Katharina Heinig läuft im Moment 5 Minuten schneller wie Wahnsinn, ihre Bestzeit. Ja. Also insofern auch mal zur Einordnung, sie riskiert hier auch unglaublich viel, kann auch schief gehen. Ich finde es einfach toll, wenn sie jetzt hier die Karten so hinlegt und jetzt gucken wir, was rauskommt. Aber allein jetzt schon der Auftritt, das ist schon was ganz Herausragendes. Es ist einfach mutig und das gehört ja dazu, dass man den Mut hat, in den Schmerzbereich reinzulaufen, weil sie weiß, irgendwann wird das halt auch eine schmerzhafte Angelegenheit. Hier jetzt mal schön die Verbindung hergestellt zwischen der Zweitplatzierten, die Barber, und der Führenden, Kebede. Auch die Barber ist noch auf dem Weg zu einer exorbitant guten Zeit, Dieter. Ja, die zwei Damen liegen ja nur 20 Sekunden auseinander. 20 Sekunden, das ist ja
gar nichts. Sie sehen sich, sie sehen die Gruppen, sie haben Bezug zueinander und das ist erstmal wichtig. Beide unter einem Kurs von 2,20. Kebebe auf 2,18 Ende und die Baba auf 2,19 Anfang. Also bei den Frauen, das ist natürlich schon auch sehr, sehr schnell. So, kurzes Luftholen, kurzes Durchatmen für uns in der Beobachtung der Marathonläufer werden wir natürlich nicht verlieren. Aber wir haben eben ja schon erste kleine Bilder gesehen von den Handbikern und wie es denen gegangen ist auf den Straßen von Berlin, jetzt von Martin Zimmermann. Ja, dauert vielleicht noch eine kleine Sekunde, ein kleines technisches Problem, das wir noch lösen müssen. Dann zeigen wir Ihnen die schnellsten auf dem Kurs durch Berlin, denn die sind ja nur ein bisschen über eine Stunde unterwegs. Aber in es ihren gab Rollstühlen. Jetzt hier eine schöne genau. Szene. Kipsama hat sich bedankt bei Rono, ein kleines Gespräch und dann war der Dienst sozusagen erledigt. Also das war offensichtlich abgesprochen und jetzt belauern sich die zwei ganz großen Kipsang und Bekele, der hier sehr verdeckt läuft, der die Karten noch nicht auf den Tisch legt. Lema ist vorne, Lagat ist mit dabei. Und hier links, ich kann es nicht richtig lesen. Schepet ist das. Schepet. Ja. Mit einer Bestzeit 2:05:33. Ja. Gut, jetzt ist es kompakt zusammen. Hier sehen wir Marathonläufer im Bereich 2:03 bis 2:05. Ja. Und die Jedermann-Athleten auf der rechten Seite als dicker Lindwurm, der sich in der Nähe des Alexanderplatzes, in der Nähe des Fernsehturms durch Berlin schlängelt. Vielleicht zum Tempo. Sie haben sich ein bisschen beruhigt, wenn man das auf dem Niveau überhaupt sagen kann. Beruhigt, also in Anführungszeichen, seht mir das nach, wenn ich das so sage. Die Zwischenzeit bei Kilometer 25 war, deutet dann auf eine Zeit immer noch Weltrekordkurs, weil es eben so schnell war. Die ersten Kilometer, aber immer noch auf einer Zeit von unter 2 Stunden und 3 Minuten. Das ist der Wahnsinn. Ja. So, technische Probleme jetzt hoffentlich gelöst. Also Martin Zimmermann bitte mit der Zusammenfassung der Rollis und Handbiker. Das sind die schnellsten, die hier heute auf die Strecke gehen. Christiane Reppe im Handbike und Vico Merklein, beide Paralympicsieger im Straßenrennen in Rio de Janeiro. Und der regierende Bürgermeister gibt den Startschuss ab 20 Minuten, bevor die Läufer auf die Strecke gingen. 185 Handbiker unterwegs, ganz vorne Vico Merklein, der Weltrekordler über die Marathonstrecke, 58 Minuten und 56 Sekunden. Er führt diese Vierergruppe an, aus der auch der Sieger kommen muss, während bei den Frauen eine große Gruppe noch beisammen ist. An vierter Position, das ist Christiane Reppe mit guten Aussichten. Die Weltrekordlerin, die Weltmeisterin auf dieser Strecke. Und dann im Zielsprint entscheidet ein Niederländer das Rennen für sich. Jetzt Plaat, er gewinnt vor Vico Merklein. Die Siegerzeit 1 Stunde, 5 Minuten und 6 Sekunden. Plaat also vor Merklein und einem weiteren Deutschen mit Bernd Jeffrey. Während bei den Frauen Christiane Reppe das Ding klar für sich ausmacht, Vico Merklein und Christiane Reppe die Siegerzeit. 1 Stunde, 8 Minuten und 54 Sekunden. Vico Merklein, erstmal herzlichen Glückwunsch zum ersten Platz, zum zweiten Platz. Gerade vor ein paar Wochen aus Rio zurückgekehrt, beide dort Gold gewonnen. Aber jetzt mal ganz kurz zum Rennen hier in Berlin. Ne? Alles so aufgegangen wie gewünscht bei Christiane, nehme ich mal stark an. Ja, war ganz gut. Streckenrekord, erster Platz. Wünsche wurden erfüllt. Ich hatte eine gute Gruppe, ich hatte einen guten Start. Es war heute schönes Wetter, perfekter Tag.
Und Vigo, der zweite Platz. Hä? Wie sehr piekst der? Piekst der überhaupt? Nee, der piekst auf jeden Fall. Also ich meine, ich bin Berliner, also ich will immer meine Stadt verteidigen. Diesmal hat es nicht ganz geklappt. Aber wenn du eine Erkältung hast, ja, also ich bin vor 3 Tagen habe ich das Fieber weggekriegt, ja, und sonst wäre ich auch nicht gestartet. Und halt so mit der Resterkältung, also mit den der ist so stark, also wenn du da nicht 100% mitbringst, ist es auch nicht möglich, ihn zu schlagen. Also da ist echt ein Tier. Jetzt müssen wir noch mal kurz aufklären, ist ja auch berlinerisch, ne? Jetzt, aber jetzt platt, das ist der Sieger dieses Rennens. Und wir sagen danke und wünschen noch einen schönen Tag, hoffentlich einen entspannten Tag hier in Berlin. Danke an die beiden. Ja, wunderbar. Die Bögen, die bei uns im Ersten geschlagen werden von unseren Übertragungen bei den Olympischen Spielen über die Paralympics hier zum Marathon im Ersten. Es ist ein außergewöhnlicher Marathon, die Version 2016. Wilson Kipsang vorne immer noch in einer brutal schnellen Fahrt unterwegs. Bekele ein wenig nach hinten in der Gruppe inzwischen sortiert. Und Stefan Ulitschka macht immer noch in einer sehr schönen Gruppe mit dem Amerikaner Richards und seinen beiden Tempomachern gemeinsame Sache. Ist wunderbar unterwegs. Absolut. Zu einer Zeit unter 2:13. Die Hochrechnungen so 2:12,50 und vielleicht eine Information einfach für die Fans zu Hause. Marcel Bräutigam ist unterwegs im Bereich um 2:15,30. Also wir haben zwei deutsche starke Läufer, Steffen natürlich wirklich toll unter 2:13, das wäre natürlich schon ein ganz, ganz tolles Ergebnis für ihn. Und es sieht gut aus. Er kommt jetzt ja gleich zu Kilometer 30, was heißt gleich, aber in ein paar Minuten, und dann sieht man natürlich auch schon die Tendenz. Wobei sich alle Marathonis einig sind, dass danach erst der wahre Spaß beginnt, die wahre Herausforderung beginnt. Ach so. Ja. Hast du schon mal gehört? Ja, so dunkel kann ich mich erinnern. War es da so dunkel, ja? Ja, da, bei mir schon. Ich bin aber ein klassischer Mittelstreckler. Ich nehme das mal für mich so in Anspruch. Ja. Und der Steffen, das muss man wirklich sagen, mehrfach bestätigt, gestern, heute im Hotel, alle sagen, er hat den Marathon im Herzen. Und ich glaube, das muss man natürlich haben. Vielleicht hatte ich das nie. Und ich wünsche ihm, dass ihm hier ab Kilometer 30 dann tatsächlich das Herz aufgeht und er einfach sein Ding vollenden kann. Ja, ganz in seiner Nähe Jens-Jörg Krieg, der den Steffen auch auf den letzten Kilometern beobachtet hat. Er ist jetzt in der hinteren Position in dieser Gruppe. Ich glaube, es ist schon auch ein wesentlicher Teil dieser Herausforderung, die er angenommen hat, einen sehr schnellen Marathon zu laufen. Jens-Jörg, wie beobachtest du das aus der nächsten Nähe? Ja, aber jetzt ringsherum, so fühlt man das zumindest hier aus der Nähe, aus 10 Metern, richtig glücklich. Also wir haben gerade sogar Blickkontakt gehabt, der hat darüber gelacht, so wie gestern, als er uns von seinem kleinen Fieter erzählt hat. Er hat immer wieder den Blick auch zur Uhr, das Führungsfahrzeug ist jetzt hinter uns, also er kontrolliert seine Zeit nicht auf der Armbanduhr, die ist dort hinterlegt, die Zeit, sondern er nimmt sie immer wieder vom Wagen und er sieht, dass es sehr, sehr gut läuft. Ja, die kleinen Inseln hat er sich geschaffen, aber Dieter, es wird natürlich auch noch die kleinen Krisen geben. Die Tempoläufer schauen sich nach ihm um, weil er nicht mehr so direkt an ihrer Schulter dran ist. Ich sage immer, das ist so ein Zeichen. Man muss den Tempomann immer signalisieren, ich bin da, und hier zeigt uns einer, er ist da, nämlich Wilson Kipsang. Das ist der Führende, bei Kilometer 30 ist er durchgegangen, 1:27,26, Weltrekordtempo, immer noch unter 2 Stunden und 3 Minuten, und jetzt hat er erstmal sich gelöst. Und ich bin mal gespannt, wie die Antworten von Bekele sein wird, von Lagard. Hier wird gesprochen, was wissen wir nicht. Aber Bekele scheint hier schon in Not zu sein. Der ist ganz hinten in dieser Gruppe, ja, genau. Er ist quasi jetzt an 5. Stelle. Lagard, Lema, die hatten wir gar nicht auf der Rechnung. Unter Weltrekordtempo. Ich meine, nicht auszudenken, wenn die alle einigermaßen durchkommen, was passiert dann? Aber Kipsang setzt den Akzent hier. Offensichtlich nicht nur
beseelt von der Erfahrung, die er in Berlin schon hat und dem guten Gefühl, das er natürlich mit dieser Stadt verbindet und mit dem Kurs verbindet. Aber man muss ja auch erstmal die Form haben, auch nur annähernd diese Geschwindigkeit zu gehen. Ja, und man muss, jetzt man muss wieder leicht erholt. Man muss natürlich auch, das darf man nicht vergessen, die laufen schon in Weltrekordtempo und er löst sich aus dieser Gruppe. Ja. Das heißt, man kann alles spekulieren, ist es zu früh, zu spät, aber zunächst mal die Tatsache, dass so ein Mann den Mut hat, das dann zu Macht umzusetzen, der auch davon gesprochen hat übrigens, der ja gesagt hat, ich will das schnelle Tempo, ich kann das schnelle Tempo, mir ist es egal, ob Bekele da ist. Und er sortiert sich, er guckt jetzt mal, wie kann ich hier, ich sag mal, Schadensbegrenzung in Anführungszeichen bei dem Tempo. Aber natürlich ist auch Bekele da hinten noch nicht aus dem Rennen. Nein. So hart ist jetzt der Abstand noch nicht geworden. Der versucht natürlich auch mal den Schibbet dahinter sich loszuwerden. Ja, ich glaube, er kommt wieder zurück. Ich glaube, das ist ein Testen. Das ist ein Test, kann ich weglaufen, kann ich weglassen. Wenn Bekele diesen Abstand hält und Wilson Kipsang nicht wirklich wegkommt, werden die in 2 Kilometer wieder zusammen sein. Also wir haben ein Rennen in einem exorbitant schnellen Tempo. Und das ist erstaunlich, dass es überhaupt in diesem Tempo noch Optionen für taktische Geplänkel und Spiele gibt. Der Wille, den lese ich jetzt hier aus seinen Augen, da wieder zurück hinzuholen. Bekele hat natürlich auch nochmal eine zweite Motivation und er kommt hier wieder ran, man sieht es, er will Haile Gebrselassie endgültig hinter sich lassen. Der große Haile Gebrselassie, der Umschwung zum Marathon, Weltrekord gelaufen im Marathonbereich, äthiopischer Rekord immer noch bei Haile Gebrselassie. Das ist für den Bekele in seinem Stolz ja auch etwas, was ihn wurmt, wo er sagt, das... Da muss ich noch hin. Und ich glaube, dass das Ansporn ist, hier bei Kipsang dran zu bleiben. Und hier, er hat Kämpferqualitäten. Jos Hermanns gestern hat zu mir gesagt, Bekele ist ein Winnertyp, er will immer gewinnen. Und wir sind mal gespannt, ob er auch hier dieses Rennen gewinnen will. Ist das jetzt richtig, so schnell wieder diese Lücke zu schließen? Überreizt er? Ist das vorne zu schnell? Das sind alles die Fragen, die wir nicht beantworten können, weil wir da nicht reinlesen können. Aber es ist enorm spannend und es bewegt sich immer noch in einem wahnsinnig schnellen Tempo. Kipsang geht ein bisschen auf die andere Straßenseite rüber, hat Bekele jetzt hier leicht die Orientierung verloren. Die geht eigentlich an der blauen Linie entlang, die sowas wie eine ideale Lösung für diesen Kurs weisen soll. Und man hat gerade gesehen, also Bekele macht einen Zwischenspurt, er wollte die Lücke zumachen, das verstehe ich, aber er will Kontakt, er will natürlich seinem Gegner zeigen, hallo, spürst du mich, ich bin wieder da. Ist auch eine spannende Situation jetzt für Wilson Kipsang. Jetzt wird er ihn schon hören, er wird ihn sehen, er wird ihn spüren, und was macht er jetzt? Erste Angriffswelle also nicht funktioniert. War da noch mal ein ganz leichtes Anzucken jetzt bei Kipsang, als er den Atem praktisch wieder an der Schulter spürt. Es ist eine faszinierende Auseinandersetzung tatsächlich der beiden Männer. Es ist phänomenal, was du siehst, aber gut. Bekele ist dran. Ja. Wirkt wieder einen Hauch entspannter. Ja, dieses ich muss da jetzt hinterher löst sich wieder ganz leicht. Tempo brutal. Tempo, wir sollten das Tempo vergessen. Das ist aber auch. Nein, das ist jetzt wirklich, das ist doch jetzt toll. Ja? Zwei Läufer laufen hier und wir. Und was machen die jetzt da? Kipsang erstmal versucht wegzulaufen. Oh. Aha. Das ist kein Grüßen, das ist Winken, das ist Lockern, das ist irgendwas. Er fühlt sich offensichtlich nicht ganz komfortabel. Ich würde mich bei dem Tempo auch nicht komfortabel fühlen. Nur zur Orientierung nochmal. Ja. Wir haben eben die 30 Kilometer Marke so en passant vorbei huschen lassen. 1:27:16 war das bei Kipsang vorne. Das ist nur 3 Sekunden langsamer als der Weltrekord über 30 Kilometer. Das mal zur Orientierung. Und vielleicht auch, dass man mal die Dimension hat, die ersten 6 laufen alle in 2:02:50 bis 2:03:10. Die ersten 6.
hat es noch nie gegeben, so eine Dichte bei irgendeinem Marathonlauf. Gut, die werden jetzt alle nach hinten viel, viel langsamer. Aber ich meine, die ersten drei hier, ein unglaubliches Rennen, was wir hier sehen. Und Bekele, ja fast schon im Stile eines Bahnläufers. Man sieht auch jetzt schön die zwei unterschiedlichen Stile. Wilson Kipsang, ein Marathonläufer, ein Straßenläufer. Und er, Bekele, gelernter Bahnläufer, hat man bei Haile ja auch gesehen. Er läuft dann betont kräftiger, einen ganz anderen Abdruck. Er investiert hier auch sicherlich mehr Energie, aber er läuft Richtung Weltrekord und kann hier die Spur halten. Eine tolle Performance. Auch super, was wir bei den Frauen sehen. Hier Kebede nochmal bei der Wasseraufnahme. Ja, das ist nicht ganz so einfach. Da kommt sie ein bisschen aus dem Rhythmus. Orientiert sich da auch nochmal kurz nach hinten. Wo ist die zweite? Kann ich die sehen? Vorne das spannende Duell hat sich jetzt aufgereiht. Wir schauen zu Katharina Heinig. Denn auch da hatten wir ganz kurz den Eindruck, dass es einen Hauch gemäßigter wird. Hat sich wieder anders orientiert. Katharina wieder voll in der Spur in Richtung 2,29. Da wird es auch auf dem Motorrad mal kurz ein bisschen unruhig. Da müssen sie nachher wieder hin. Aber es ist noch ein gutes Stück Weges. Macht aber immer noch wirklich einen tollen Eindruck. Laufstil, Armarbeit, kurzes Orientieren, auch wenn mal ein kleines Schlagloch kommt, aufmerksam, alles ist so, wie es sein muss, wie es sein soll, wie sie es sich so gewünscht hat und erträumt hat, dass es mal einmal aufgeht. Platz 6 im Moment beim Frauenfeld, Katharina Hein. Der Blick auf Steffen Ulitschka hatte eine kleine Schwächephase, ist jetzt aber wieder hinter seinem Tempomacher und dem Amerikaner Richards in der Spur. Auch bei ihm läuft die Hochrechnung. Hier sehen wir den Abstand zu den Besten. Und ich sag mal, es ist nur 6 Minuten hinter dieser Wahnsinns-Tempo-Jagd, die wir da vorne von Kipsang und Bekele sehen. Orientierung etwa in Richtung 2 Stunden 13 und das ist eine Verbesserung seiner ersten Marke um 7 Minuten. Das sind Welten in Marathonsport. Die Hochrechnung im Moment, ja, er ist schon bei Kilometer 30 durchgelaufen. Einfach für unsere Freunde zu Hause, die das ja auch interessiert. Wie schnell ist er denn jetzt im Moment, wenn man hochrechnet? 2 Stunden 13. 13, er ist jetzt langsamer geworden. Er durchlebt jetzt sozusagen eine kleine Phase. Viel schwächer darf er nicht mehr werden. Es geht beim Marathon dann ganz, ganz schnell. Und da spreche ich jetzt aus Erfahrung. Da verliert man dann gleich 1-2 Minuten. Und ich hoffe, dass er diese Phase nicht erlebt, sondern dass er tatsächlich in seinem Rhythmus bleiben kann. Aber wenn ich jetzt Gesicht lesen darf, lieber Ralf, es strengt an. Absolut. Interessierter Beobachter, der Mann, der uns im vergangenen Jahr praktisch an der Stelle von Steffen hier viel Freude gemacht hat, Philipp Flieger, der dann das Erlebnis in Rio hatte. Jetzt steht er bei Jesse Bell. Ja, genau, bester Deutscher in Rio, Philipp Flieger ist hier. Und er kennt den Steffen auch ziemlich gut, zusammen viel gelaufen. Und Philipp ist aber ein bisschen skeptisch, was den Steffen angeht, ne? Ja, ich hatte gerade kurz ein bisschen Sorge, muss ich sagen. Er hat das alles perfekt gelöst, die ersten 10 Kilometer ein bisschen verhaltener angegangen als seine geplante Marschroute. Das ist ganz gut, um ins Rennen gut reinzufinden. Dann waren 10 Kilometer dabei, so in 3:07, einen Ticken schneller, als er laufen wollte. Alles gut gemacht, Halbmarathon perfekt durchgegangen. Und in der letzten Einstellung davor hatte ich kurzzeitig mal den Eindruck bei 25, dass er sich am Ende der Gruppe aufgehalten hat und so fast schon einen halben Schritt Lücke hatte. Jetzt sah er wieder ein bisschen besser aus. Die Schultern werden ein bisschen schwerer, sag ich mal, die Armarbeit sah jetzt nicht mehr ganz so flüssig aus, aber mein Gott, das Rennen geht ja jetzt los einfach. Der Philipp Flieger mit der eiskalten Analyse, noch ein Wort zur Spitze, dass der Bekele jetzt nochmal rangelaufen ist, hält der das durch? Das hat mich auch gerade überrascht. Es sah zunächst so aus, als ob er der Erste wäre, der der Weltrekord-Task sozusagen zum Opfer fällt und war jetzt wieder der sich an Kipsang rangekämpft hat. Wenn man Bekele kennt und sich auch an Rennen erinnert wie Great North Run, weiß nicht, vor 2 Jahren gegen Mo Farah, sollte man den auf keinen Fall unterschätzen. Da bin ich ganz gespannt. Also sollten die auf die letzten 7 Kilometer zusammengehen, würde ich nicht unbedingt zwangsläufig auf den erfahreneren Kipsang setzen. Gespannt sind wir alle. Vielen Dank, Philipp Flieger. Dankeschön. Ja, vielleicht noch für alle, die nicht so zu Hause sind in der Laufszene wie Philipp Flieger. Great North Run, eine legendäre Laufveranstaltung in Großbritannien,
Halbmarathon. Da sah Bekele gegen Mo Farah, den Held der Briten, schon aus wie der klare Verlierer. Der klar Zweitplatzierte und distanziert, kam zurück in einer ähnlichen Situation, aber ähnlichen Situation nur wie hier. Und es gab ein fantastisches Sprintfinish. Hätten wir jetzt nichts dagegen heute. Ich glaube aber, wir sehen im Moment gerade der zweite Angriff von Wilson Kipsang. Ja, er will nicht gegen Bekele sprinten. Nein, das will er nicht. Ja, und Steffen sortiert jetzt mal seinen Tempomacher in seine Nähe, Richards. Der Amerikaner, der scheint sich aber auch sehr, sehr wohl zu fühlen. Und wir haben es ja gesagt, der hat eigentlich die Orientierung noch ein bisschen schneller gehabt als der Steffen. Und das macht der Amerikaner jetzt hier auch wahr und setzt es um. Das ist jetzt auch die Kunst, dass der Steffen sich davon frei macht, ja, und sich selber wieder auf sich selbst besinnt und auf das, was jetzt die nächsten Kilometer passiert. Das ist entscheidend. Schwierig. Das ist schwierig insofern, er hat ja eine Gruppe, die Gruppe läuft nach vorne weg. Psychologisch natürlich etwas unglücklich, sag ich mal. Ich hoffe, er kann sich da, wie du sagst, frei machen. Sicher wird der Steffen den Tempomar noch lange haben, bestimmt bis 35, das wird ihm helfen. Wenn er jetzt ganz alleine wäre, dann würde ich sagen, wenn der Tempomar zu früh rausgeht, dann wird es für ihn ein ganz langes und schweres Rennen. Wie immer beim Marathon, ab Kilometer 30. Kipsang drückt drauf. Blick auf die Spitze und das ist spannend jetzt natürlich. Kipsang weiß genau, er muss Bekele wegbekommen. Sie befinden sich im Bereich vom Weltrekord. Ob sie denn dieses Tempo, Wilson Kipsang, dieses Tempo durchhält, ob es zu früh ist, ob die Attacke dann am Ende sogar nach hinten losgeht und er völlig zusammenbricht, wissen wir alles nicht. Aber es ist ein enormes Rennen, enorme Leistung von beiden, die hier ein Duell auf unglaublichem Niveau abliefern. Kudamm geht's runter, stürmen sie vorbei an den edlen Einkaufspassagen auf die Gedächtniskirche zu. Keine Zeit inne zu halten oder auch nur den Blick zu wenden für die beiden. Kipsang pusht vorne weiter. Bekele wieder mit dem Lockern. Das ist schon lustig. Ja, einmal rechts, einmal links, das Ärmchen hoch. Da kommt gleich die Reaktion des Herrn an der Seite. Es gibt eine gymnastische Übung, die habe ich immer phänomenal gefunden bei den äthiopischen Läufern. Heilige Preselassie hat es zum ersten Mal zelebriert, also sie haben sich warm gelaufen, haben während dem Laufen so eine Art Armspiel, Armtanz gemacht und das erinnert mich so ein bisschen, vielleicht ist es bei denen dann so drin, dass sie sagen, wenn man sich auflockern will, beginnen wir mal oben mit der Schulter. Ich könnte mir vorstellen, auch er als Bahnläufer, das ist unser Problem, wenn wir dann mal 2 Stunden unterwegs sind, dass wir verkrampfen im Schulterbereich und wenn die Schulter mal schwer wird, dann wird es auch natürlich nach unten geht es dann nicht mehr locker. Und hier kommt die Kilometer 35 Marke. Nochmal das Trinken bei Bekele. Er hält die Flasche wie zuvor auch lange in der Hand. Aber er verliert jetzt auch Meter um Meter gegen den wie entfesselt da vorne wegstürmenden Wilson Kipsang. Es sind noch 7 Kilometer. Für die eine Kleinigkeit, aber in dem Tempo. Es ist so enorm schnell. Ja, und Bekele ist ja jetzt nicht so, dass er zurückfällt. Er hat einen anderen Rhythmus, er hat einen anderen Stil. Kipsang hat sich absetzen können, aber natürlich überhaupt nicht entscheidend im Moment. Aber, und hinten läuft ja noch ein dritter Läufer und den sollten wir nicht vergessen, denn der schwirrt da rum und er hat auch Tuchfühlung. Es ist Shebet, Evans Shebet mit 2:05:33. Das spielt sich ja alles in vielleicht 30 Sekunden ab hier, das was wir, diese drei Läufe jetzt schön zu sehen. Und das ist natürlich schon eine unglaubliche Situation für einen Marathon, dass drei Leute hier im Bereich vom Weltrekord unterwegs Wahnsinn. Sind und sich ein Duell liefern. Wahnsinn. Und noch 7 Kilometer zu laufen. Ich gebe mal die Hoch... Darf ich das ganz kurz sagen? Ja. Für drei Leute im Duell kriegst du auch den Bonmot-Preis des Sonntags. Aber jetzt nochmal zu den Zeiten.
nur mal zur Hochrechnung, um das zu verdeutlichen. Vorne Kipsang ist unterwegs auf einer Zeit von 2:02:54. Ja, Hochrechnung, so ist es eben. Wir wissen es nicht genau. Zweiter 2:02:59 und der dritte immer noch 3:03:13. Das ist quasi ein Leckerbissen, den wir hier erleben. Einfach genießen. Bekele lockert die Arme. Er hat hier offensichtlich, fühlt sich nicht leicht genug im Schulterbereich. Wie sicher muss er sich fühlen, dass er hier wegläuft? Das frage ich mich dann immer. Aber es ist natürlich schon auch, was du ja geschildert hast, da ist ein Bahnläufer mit Spurtqualitäten dahinter, der die letzten 4, 5, 6 Kilometer brutal schnell laufen kann. Das übrigens ist das Ende des Feldes. Das sind die beiden letzten dahinter. Das ist der Einsammelbus, ja, im Marathon-Jargon der Besenwagen genannt, der hier sehr, sehr groß ist. Und jetzt zeigt ihr mal was, Ralf, das ist genauso schön. Schaut euch das doch mal an, Wilson Kipsang und die zwei Damen. Einfach herrlich. Das gibt's nur beim Marathon, das gibt's nur beim Laufen. Es ist eine Community, ist das nicht schön? Ach, toll. Und vorne stürzen die auf ein sporthistorisches Ereignis, auf den Moment, den es noch nie gab. Noch nie in der Geschichte des Laufens. Zwei Männer in diesem Tempo auf dem Weg, eine neue Marke zu setzen. Fragezeichen, es ist noch lang. 6 Kilometer. Und ich wollte das noch ergänzen, was du sagst zu Bekele, die letzten 5 Kilometer. Ich glaube, für Bekele sind nicht die letzten 5 entscheidend, sondern da muss er schon bis Kilometer 2 dranbleiben. Und wenn er dort immer noch diese Tuchfühlung hat, dann wird es für den Wilson Kipsang ganz, ganz schwierig. Weiß er, er muss jetzt schon die Lücke machen, er muss jetzt schon arbeiten. Aber aus meiner Sicht, er ist noch nicht weg, das Rennen ist noch nicht gelaufen, da ist überhaupt keine Entscheidung gefallen. Und es weiß Bekele und ich sehe ihn jetzt schon, allein wie er jetzt läuft, finde ich ihn überzeugender. Spannende Ausgangssituation. Die Zuschauer stehen jetzt immer dichter und zahlreicher am Kurs. Wir kommen wieder in den belebten Teil des Marathons. Wir haben gesehen, da hängen die Leute aus den Fenstern heraus auf ihren Balkonen. Und da ist jetzt auch Christian Dexter. Ich verstehe mein eigenes Wort nicht mehr. Ich befinde mich an der Hauptstraße in Schöneberg bei Kilometer, was ist, glaube ich, 33 oder 23, jetzt bin ich schon ganz durcheinander gekommen hier, auf dem Balkon der Familie Faust. Und hier ist Sebastian Faust, das ist der selbsternannte Marathon-DJ. Sie haben hier unfassbare Boxen aufgestellt, der Traum eines jeden, der im Mehrfamilienhaus wohnt, endlich mal den Hahn richtig aufdrehen. Wie sind Sie drauf gekommen? Ich bin drauf gekommen, als wir 1985 hier eingezogen sind und ich im Radio gehört habe, heute ist Marathon. Und ich wurde aufgefordert, die Boxen rauszustellen, das habe ich gemacht. Dann habe ich gemerkt, die Musik ist ein bisschen lahm. Hardrock brauchen die Jungs. Und wie reagieren die Läufer, wenn wir mal schauen? Jetzt kommen ja hier schon so die erweiterten Spitzenläufe. Wie reagieren die und wie reagiert das Publikum auch auf das, was wir hier machen? Wir sind jetzt noch fast am Anfang vom Lauf und trotzdem gucken die Leute schon. Das bedeutet, die merken das und viele kennen natürlich den Stopp hier schon. Und Sie gucken jetzt hier seit über 20 Jahren zu. Man sieht auch die Plakate vorne am Balkon aufgehängt. Haben Sie denn auch mal überlegt, selber zu laufen? Möglicherweise juckt Sie dann auch manchmal ein bisschen in den Füßen, wenn Sie das hier erleben? Sie werden lachen. Als Jugendlicher bin ich den Cross mitgelaufen. Das war die Vorform vom Marathon, damals noch durch den Grunewald. Und jetzt wäre da noch mal was, hier noch mal dann für die Familie zu laufen und die legen auf. Als inzwischen dreifacher Opa, nein, nicht mehr. Gut, dann danke ich Ihnen sehr und ja, mit stimmungsvollen Bildern vom DJ-Balkon der Familie Faust gehen wir zurück ins Rennen. Und wir sind bei Katharina Heinig, bevor sich die wilde Hatz an der Spitze dem Höhepunkt zuwendet, wollen wir hier auch noch mal den Blick auf die beste Deutsche lenken. Die Frankfurterin, die ein tolles Rennen bis jetzt abliefert und auf klarer Bestzeitkurs unterwegs ist. Die beiden Tempomacher davor sortieren ihr den Weg. Ja, sie ist jetzt unterwegs auf unter 2:29, sagt meine Zwischenzeit bei Kilometer 30, 2:28:57 und sie ist jetzt natürlich beim Marathonlaufen. Jetzt ist sie mittendrin, jetzt wird es interessant, jetzt wird es entscheidend und sie sieht einfach ganz konzentriert aus, ganz, ja, hat einen wunderbaren Stil,
leicht funktioniert. Und jetzt ist die Gruppe auch so sortiert, dass sie was sieht, dass sie ihre zwei Protagonisten, die Tempomacher, vor sich hat und das baut sie auf. Das ist jetzt natürlich schon eine schöne Situation. Und nochmal, 4 Minuten schneller wie ihre Bestzeit. Wahnsinn, ja. Auch der beste Deutsche, Steffen Ulitschka, ist auf dem Weg. Kurz mal probiert mit der Kappe. Ja. Und Wohlfühlfaktor, geht so. Nee, doch lieber Wasserkühlung. Und da bleibt es auch bei. So, Steffen Ulitschka rechts hat sich wieder reingefunden in diese Minigruppe mit Richards, dem Amerikaner. Ist nicht langsamer geworden, was wir ja befürchtet hatten. Die Hochrechnung läuft immer noch auf 2 Stunden 13 und 12 Sekunden hinaus. Also, wir interpretieren mal, er hat die kleine Krise überwunden. Er ist wieder da drin in diesem Rhythmus mit seinem Laufpartner, mit Richards, mit seinem Tempomacher. Auch hier Kudamm, letzter Teil schon. Gedächtniskirche ist im Blick, weiß ja alles, ist nicht mehr so weit. Und dann kann das der große Schritt sein, den er sich so erhofft hat. Und wir verfolgen hier zwei Deutsche, was haben wir gesagt, es ist eine große Herausforderung. Es ist gleich die ganz große Bühne, die sie gewählt haben. Und es ist eine echte Aufgabe, die sie sich gestellt haben. Aber bis jetzt, bravo Röx. Ich meine, ich will dir gar nicht widersprechen und auch gäbe dir vollkommen recht. Ich würde gerne auf die Zwischenzeit warten, damit ich das auch noch untermauern kann mit einer Zeit. Und auf die warte ich. Ich schaue gebannt auf den Computer. Er kommt jetzt gleich zur 35 Kilometer Marke und sobald ich die habe, schmeiße ich die einfach rein, auch wenn man das Bild ändert. Einfach, dass wir zu Hause die Zuschauer informieren können. Ja, weil vorne ist es wieder noch ein Stückchen dramatischer geworden. Wir gehen wieder an die Spitze. Das ist wunderbar. Zu Kipsang und Bekele. Und was sehen wir? Wir haben einen kleinen Vorsprung, weil wir haben das Bild schon gesehen. Sie sind wieder zusammen. Ja, überragend. Das ist jetzt überragend. Nicht er überraschend. Hat es wieder geschafft, dahin Bekele zu kommen. Wart seine Chance und Kipsang wird wahrscheinlich irgendwann eine dritte Welle schalten, weil er genau weiß, er muss die schalten. Ja. Ja, dieses kleine Taktieren, haben Sie das gesehen da in der Kurve? Bekele geht nach innen, wählt die Innenbahn, Kipsang läuft ihm wieder vor die Nase. Das kleine Spiel des taktischen Abtastens geht in die nächsten Runden. Tja, was löst das jetzt im Kopf von Kipsang aus, der schon zweimal Zwischengas gegeben hat? Potsdamer Platz. Aber man darf es auch nicht kleinreden. Für Bekele ist es auch anstrengend, die Lücken zu schließen. Es ist nicht so, dass er jetzt vielleicht in einem gefühlt psychologischen Vorteil ist, wenn er wieder aufläuft, aber es ist eine wahnsinnige Mühe, diese Lücke zuzumachen. Und wenn Kipsang natürlich nochmal eine Antwort findet, ist es wieder ganz, ganz schwierig, weil er in der Defensive ist. Man darf gespannt sein. Was wäre jetzt die Taktik? Ich kann nur spekulieren, wenn ich Kipsang wäre, ich würde jetzt so lange warten, dass ich mir sicher bin, jetzt komme ich durch und dann tatsächlich attackieren. Aber Attacke kommt von Bekele. In der Häuserschlucht kurz den Weg links rüber genommen. In einem rasanten Tempo. Auch interessant wird natürlich sein, ob die beiden, wenn es dann auf die letzte 2 Kilometer tatsächlich drauf ankommt, am Drücker zu bleiben, am Tempo zu bleiben, um den Weltrekord zu holen, ob sie dann sich immer vom anderen. Bekele wird warten bis zum Schluss. Das ist seine Aufgabe. Er will nicht weglaufen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Kipsang weiß, okay, ich muss ihn irgendwie dazu bringen, zwingen, nicht spurten zu können. Und das ist spannend und schwierig. Rechts, Weltrekord virtuell, läuft ein bisschen vor den beiden im Moment, ist aber jetzt auch nicht so sie sind die entscheidende Situation. Das ist ja klar, jetzt sind sie in ihrem Rennen, sie warten jetzt, sie können jetzt nicht auf Teufel komm raus auf diesen Weltrekord gehen, weil sie haben ja sich gegenseitig im Nacken. Schulterblick kurz von Wilson Kipsang, leichtes Knautschen im Gesicht von Bekele. Aber das ist jetzt natürlich auch eine Situation, die er aus zahllosen
Bahnrennen kennt. Da haben schon andere versucht, ihn zu zermürben, ihn kaputt zu laufen. Ja, also im Moment, und man sieht es auch visuell, sie sind langsamer, in Anführungszeichen, nicht falsch verstehen, mit hohem Respekt dem Tempo jetzt. Aber jetzt geht es wirklich darum, was mache ich jetzt? Wie kann ich das Rennen für mich entscheiden? Und im Moment sieht es tatsächlich für Bekele aus, der jetzt als Bahnläufer, als guter Sprinter hinten raus mit einem Weltrekord über 5000 in den Beinen, einen Weltrekord über 10.000, also er ist ja enorm, was der auf der Bahn geleistet hat. Da würde ich jetzt sagen, jetzt wird es für Kipsang schwierig, eine Antwort zu finden. 2,5 Kilometer noch, dann wissen wir, wie das Ding hier ausgeht. Kipsang gegen Bekele, es ist das Duell um 11:15. Klassisch, Mann gegen Mann, Schulter an Schulter stürmen sie hier auf die letzten 2 Kilometer. Tja, und das arbeitet jetzt natürlich in Kipsang, der zweimal versucht hat, Druck zu machen. Jetzt hat man wieder den Eindruck, Bekele geht direkt hinter seinen Kontrahenten, dass vorne Kipsang nochmal Feuer macht. Und klar, die letzten 2 Kilometer waren dann diese Sortierkilometer. Da verliert man ein bisschen dieses ungeheure Tempo. Da steht wieder Jos Hermans, der Manager von Bekele, der ihm die Flasche angereicht hat. Das Projekt Sub 2 Hours. Ja, jetzt ist Zukunft. Ja, Zukunft. Jetzt geht es darum, das Rennen zu gewinnen. Jetzt geht es um, wer gewinnt Berlin 2016. Nochmal 40.000 gibt es für den Sieger. Dann gibt es natürlich noch ein paar Prämien dazu. Und Sie Steffen, sehen jetzt. Steffen hat da hier auch das gleiche Problem wie Bekele. Attacke links von Kipsang, Tempoverschärfung bei Richards. Schauen wir noch mal nach vorne. Kommt der wieder zurück? Er kommt wieder zurück. Ja, es, wenn es eine Attacke war von Kipsang, dann keine richtige. Es ist ein Antesten und für mich sieht es tatsächlich so aus, dass man dem Bekele jetzt zutrauen kann, den Kipsang aus Schulter. Zeigt sich schon mal. Ah, kurzer Blick rüber. Jetzt geht es praktisch nur noch geradeaus. Kleiner Schlenker durchs Brandenburger Tor. Aber es ist schon die erweiterte Zielgerade. Jetzt Attacke Bekele. Früher als wir gedacht haben. Den zu aber lassen. Das ist Bekele. Zuschauer, was dieses Anfersen, dieses typische Staccato, das ist Bekele. Ein, aber ich würde sagen, Geplänkel, Sie sind aus dem Weltrekord rausgelaufen. Früh, oder? Aber es geht hier darum, das Rennen für sich zu entscheiden. Aber er läuft Marathon, er will Bekele sich sicher sein. Dran, beißt sich da fest. Kipsang will das vorne auch weg. Auch da äthiopischer Rekord, aber darum geht es, Bekele, den hat er, den hat er. Da müsste jetzt fast stehen bleiben, um den nicht zu laufen. Bekele geht an Kipsangs Schulter. Etwas über 1 Kilometer noch. Bekele zeigt sich schon mal. Seine Attacke gesetzt. Ja, früher als wir erwartet haben, aber doch überzeugend gesetzt. Kipsang versucht zu fighten, nicht mehr ganz rhythmisch in der Armarbeit. Aber er fightet. Jetzt geht es praktisch nur noch geradeaus. Kleiner Schlenker durchs Brandenburger Tor. Aber es ist schon die erweiterte Zielgerade. Jetzt Attacke Bekele. Früher als wir gedacht haben. Zielgerade. Da haben wir dann eine gute. Aber das ist Bekele. Dieses Anfersen, dieses typische Staccato, aber das ist schon. Aber ich würde mal sagen, Kipsang sehr hält damit. Gut gesetzte Attacke des Äthiopien, oder? Das ist früh für Bekele. Es wäre auch für Bekele, aber er läuft Marathon, er will sich sicher sein, die nächste Marke zu setzen, um vielleicht auch, das auch genießen, im eigenen Land sozusagen den Thron zu besteigen. Aber immer noch diese Unsicherheit, immer wieder der Blick über die Schulter, der ist ja noch da. Ja, der ist noch nicht weg, hat noch nicht aufgeschlossen. Jetzt sehen Sie da hinten das Brandenburger Tor schon. Bekele bleibt jetzt auf der blauen Linie. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt schon entscheidend Kipsang ist, wobei jetzt in Richtung der das blauen schon Na, so aus, dass eine Entscheidung fällt. Hinter Bekele. Aber der Abstand etwas ist über 1 Kilometer noch. Kipsang. Hier noch Bekele mal der Blick. Hat. Das sieht immer noch sehr, das sehr seine Attacke sieht gesetzt. Nicht so aus, dass der früher als wir erwartet haben, aber doch überzeugend gesetzt. Er Kipsang versucht zu fighten, nicht mehr ganz Bekele rhythmisch in der Armarbeit. Aber er fightet.
in irgendeiner Form sich über die Chance ist noch da, dass er wieder zurückkommt. Das kann man schlecht einschätzen. Die Perspektive kennt sich. Er setzt diese Attacke genau richtig. Wir sitzen auf der unmittelbaren Zielgerade. Da haben wir dann eine gute Orientierung. Die Frage ist nur noch, wie schnell äthiopischer Rekord. Kann sich noch nicht sicher sein, aber das ist schon eine sehr. Der äthiopische Rekord ist gerade eben unter 2:04 von Haile Gebrselassie, 2:03:59. Brandenburger Tor ist schon erreicht, dann noch ein paar hundert Meter die Straße runterdonnern, dann ist Bekele da, dann hätte er es geschafft. Hat er den Kipsang schon geknackt? Ah, der Abstand ist schon immens geworden jetzt. Quadriga oben, schaut ihm ins Gesicht. Bekele ist durch, Kipsang ist geschlagen, da kann er nicht mehr zurückkommen. Und es ist jetzt Schaulaufen für Kenenisa Bekele. Was hat er gesagt? Ja, das Gewinnen, das fehlt mir schon. Dieses Einsaugen des Triumphes. Die Kamera verdichtet das jetzt hier nochmal, aber Bekele bestechend, wie der da vorne weggeht. Ja, das ist nochmal die Bestätigung. Der letzte Kilometer, der war nochmal richtig hart, klar. Schafft er es unter 2:04? Das bleibt noch die kleine Frage, aber das muss er schaffen. Bekele stürmt dem Ziel entgegen. Kipsang versucht alles, um eine Top-Zeit zu erreichen. Es wird eine glänzende Zeit. Ist es noch Weltrekord? So, nein, der ist jetzt vorbei. Aber es ist ganz, ganz, ganz knapp am Weltrekord vorbei. Unfassbar gute Zeit von Kenenisa Bekele. Die zweitschnellste je gelaufene Zeit aller Zeiten. Und dann auch jubelnd Wilson Kipsang. 2:03:13, 2:03:04, unfassbar. Nur 7 Sekunden am Weltrekord von Denis Kimetto vorbei. Was für ein Duell haben sich die beiden hier geleistet. Das ist unfassbar. Ja, wir schauen noch ungläubig auf die Liste der besten Marathonergebnisse aller Zeiten. Also du musst mir entschuldigen, dass ich jetzt etwas sprachlos bin. Jederzeit. Ich muss sie selber sortieren hier. Also die beiden sind, um es nochmal klar zu sagen, die zweit- und drittschnellste je gelaufene Zeit. Das ist unfassbar. Äthiopischer Rekord, Haile Gebrselassie abgelöst, Chebet. Auch noch eine überragend starke Zeit, 2:04 und ein paar Sekunden, das ist toll, aber Denis Kimetto behält seinen Weltrekord so gerade eben. Und ich bekehle schneller jetzt, als Kipchoge. Man könnte spekulieren, wenn die zwei nicht aufeinander gewartet hätten, 2 Kilometer lang sich angeschaut hätten, so was machen wir jetzt eigentlich, man könnte darüber spekulieren und ich glaube, es ist nicht gewagt, wenn ich sage, der Weltrekord war heute von beiden also wirklich fällig, weil beide haben ja gezögert 2 Kilometer lang. Wobei ist natürlich der letzte Kilometer, ist toll. Der letzte Kilometer war natürlich brutal schnell. Ja, brutal schnell. Der Drittplatzierte, da haben wir ihn. Tolles Rennen, hat sich lange zurückgehalten, konnte dann mitgehen mit Bekele, Evans, Chebet, der Kenianer. Es wird dann doch knapp über 2:05 für ihn, aber damit hat man in Berlin, und das ist das Ausrufezeichen, dass diese herausragende Leistung von Chebet ja auch noch ist, damit hat man in Berlin keine Chance zu gewinnen. Bekele, Kipsang, Chebet, das Defilé. Das kann er sich einrahmen, der Mann, der hier mit auf dem Treppchen stehen wird, mit den beiden Überfliegern, mit Bekele und Kipsang. So, der Steffen ist jetzt alleine. Steffen ist alleine. Ein paar Minuten hat er noch. Steffen Ulitschka im Bemühen, sich reinzufressen in die Spitze der deutschen Marathonszene. Die Situation im Olympiajahr für die Herbstmarathons ja nicht ganz einfach. Die drei Olympiastarter konnten jetzt hier nicht noch einmal
eine vernünftige Form aufbauen. Das war klar. Arne Gabius, gesundheitliche Probleme über den Sommer, ist auf der Meldeliste für den Marathon im November in New York. Wir haben noch deutsche Meisterschaften in Frankfurt, genau. Die stehen an, viele orientieren sich da. Dann wird die Marathondecke schon dünn, der Steffen ist unterwegs, ich warte auf eine Zwischenzeit bei Kilometer 40. Ich kann es nicht einschätzen, wir können spekulieren, sieht er gut, sieht er schlecht aus, sieht er müde aus. Ich sehe nur, er läuft alleine. Aber dafür haben wir ja Jens-Jörg Rieck, der ihn in den letzten Kilometern verfolgt hat, während wir uns auf die Spitzenläufer konzentriert haben. Jens-Jörg, wie ist es abgelaufen zwischen Steffen und dem Amerikaner Richards auf den letzten Kilometern? Ja, der Abstand ist jetzt wieder ein bisschen größer geworden und man sieht, dass Steffen Ulitschka kämpft. Auch der normale Atemrhythmus, den er hat, wird jetzt manchmal durch so ein tiefes Einsaugen unterbrochen. Er macht sich selbst Mut und wird auch immer wieder angefeuert. Auch Andreas Fuchs, sein Trainer, ist vorhin da nochmal aufgetaucht und hat gesagt, halt den Amerikaner, halt den Richards. Also er sieht ihn vor sich, sieht die Uhr vor sich, aber der Abstand ist jetzt vielleicht schon bei 30, 35 Metern. Aber trotzdem, es ist ja immer noch ein gutes Rennen und beide sind auf dem Wege, eine Bestzeit zu laufen. Ja, vielen Dank für diese Ergänzungen. Spaß ist es jetzt nicht mehr für Steffen Ulitschka. Da vorne sieht er den Amerikaner noch. Ist jetzt schon ein ordentlicher Abstand geworden, aber er muss das jetzt abhaken, vergessen. Denn in dem Bereich hat er sich bei weitem noch nicht bewegt. Es läuft jetzt eher auf eine Zeit so etwa Richtung 2.14, 2.15 hinaus. Aber uns fehlt noch die 40 Kilometer Marke, Dieter.